Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Mal wieder Temu. Aber diesmal ist es was größer. Ich habe nämlich was gefunden, was ich auch bei Amazon gefunden hatte, aber bei Amazon ist es teurer geworden. Deswegen habe ich es jetzt bei Temu bestellt. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier aufkriegen. Eine Sache ist, also hier sollte eigentlich eine Sache mehr mit drin sein. Aber da habe ich eine Nachricht gekriegt, dass da wohl irgendwie Probleme gab, dass da nicht so viel da war, irgendwie, keine Ahnung. Und das ist jetzt nicht mit bei. Das ist, kann ich euch auch sagen, das ist ein Rucksack. Ein Schulrucksack, den sich die Große ausgesucht hat. Hat schlichtet. Und nicht so girly-mäßig. Ich wollte halt so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls nicht girly-mäßig wollte sie haben. Und da hat sie den gesehen und hat sie gefragt. Und habe ich gesagt, na komm. Weil sie braucht ja auch wieder einen neuen Schulrucksack. Hat ja noch 2 Jahre Schule. Ist aber auch wieder gut eingepackt hier. Jetzt, ich mache das jetzt einfach mal hier oben auf so. Und für Weihnachten ist was mit bei. So. Oh. Und das Auto ist was mit bei. Und was für ein Papa ist mit bei. So. Dann würde ich sagen, das große. Das heben wir uns für den Schluss auf, damit auch alles schön dran bleibt. Das ist fürs Auto und fürs Kind. Und da ist fürs Auto und hier auch nochmal fürs Kind. So. Das sieht aber anders aus. Der Karton sollte eigentlich schwarz sein. Das sind LEDs. Aber ist trotzdem alles drin. Glovebox. Ventry Mirror Light. 3 Stück. Glovebox 1. Sind doch die gleichen, oder? Nee, die sind ein bisschen flacher. Trunk Light. Dome Light. Da sind 3 Stück drin, aber 3 verschiedene. Map Light. Auch 3. Ne, 4. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich werde die auch leider jetzt nicht auspacken können, weil sonst sind die nicht mehr in der Tüte drin. Und ich brauchte, dass die beschriftet ist, dass ich weiß, wo was rankommt. Unten. Ausbauwerkzeug also auch mit bei. Ja, das ist auf gut Deutsch LEDs für meinen Innenraum vom Auto, weil bei Beifahrerseite hinten oben ein Wackelkontakt ist bei der Birne. Die geht halt nicht immer an, da musst du manchmal ein bisschen ranklopfen. Und gerade die brauche ich, wenn ich abends oder jetzt, ihr wisst ja, jetzt muss ja nicht mal abends sein. Jetzt, wenn es dunkel wird, wird ja ziemlich schnell dunkel. Ich die Kleine anschneiden will und oben Licht anmachen will, dass ich was sehe und das dann nicht gleich funktioniert, das ist dann doof. Und die Kleine ist dann auch irgendwann auf 180, weil es nicht klappt. So, und dann haben wir hier ein Schlafeinhorn.
Ich weiß nicht warum, aber sie hat sich ein Schlafeinhorn gewünscht, ein Kuscheleinhorn hat sie sich gewünscht für nachts. Ja, und das ist klein. Sie wollte halt nichts Großes, so wie in den Olaf, den ich schon mal geholt habe. Gibt es auch ein Groß. Aber hier auch schön weich. Riecht auch gut. Kann man nichts verkehrt machen. Ist ja auch erstmal nur Vorunboxing. Wir gucken uns das alles später nochmal an. So, und dann habe ich was geholt. Das fand ich sau gut. Ich wollte eigentlich nur einen Gurtschutz holen. Hier ist gar kein Gurt. Hier ist gar kein Ding zum Aufmachen dran. Ne? Ja. Ich wollte einen Gurtschutz holen, weil wir haben einen neuen Kindersitz. Also einen neuen alten Kindersitz von meinem Bruder, den. Weil in den Kindersitz, den die Kleine vorher hatte, passte nicht mehr rein. Also passt schon noch rein, aber mit den Gurten passt es nicht mehr. Ja, und mit der Höhe auch nicht mehr, weil die sind jetzt, die fangen hier hinten an. Also da haben wir das jetzt ausgereizt mit der Höhe. Also haben wir die nächstgrößere Größe. Und das ist das, was mein Bruder hatte, hat für seine damals. Aber da geht der Gurt dann halt blöderweise hier so ein bisschen komisch rüber. Und dafür haben wir, wollte ich dann so einen Gurtschutz holen. Und dann habe ich aber was gesehen. Und das fand ich viel cooler. Ein Dinosaurier, weil sie steht ja auf Saurier. Da kannst du hier hinten mit einem Klett abmachen. So. Dann machst du das hier beim Gurt dran. So, und dann hat sie das praktisch hier. Also, die hört jetzt wahrscheinlich kurzzeitig wenig. So. Und dann geht das hier so lang und dann ist halt der Hals hier. Nicht so. Und dann kann sie auch, wenn wir dann nach Polen fahren oder zur Schwiegermutter fahren oder so eine weitere Tour ist, ich mache das mal jetzt auf die Seite, dass das Mikrofon frei ist, dann kann sie dann auch, weil das ja hier ist, kann sie so abstützen und kann so besser schlafen und sinkt mit dem kompletten Kopf nach unten. Weil jetzt, wenn wir von Polen kommen und, weil es ist anstrengend, über eine Stunde hin, Lidl, Schwarze Netto, Briadonka, tanken, Geld umtauschen, wo gehen wir noch hin? Ja, und dann halt was essen, je nachdem. Und dann halt noch eine Stunde zurück. Wir sind dann abends, ja, wir fahren früh um 8 Uhr los, wir sind dann abends immer erst da wieder. Wir lassen uns ja auch Zeit beim Einkaufen, wir hetzen da ja nicht, müssen ja alle gucken, dass wir alles haben, also Waschmittel und, du kennt das ja. Und dann, wenn sie denn so schläft, dann hat sie den Gurt um und dann haben wir jetzt so ein Kreiselding geholt, also Frauchen, was sie dann so rummacht, dass sie dann halt so, aber dann sinkt sie trotzdem so mit dem Kopf runter. Und wenn sie das jetzt hier hat, hoffen wir, dass er halt nicht so komplett in sich zusammensackt. Hoffen wir. So. Ist nicht viel. Ist nicht viel diesmal. Aber ich werde bald wieder bei Temu bestellen. Weil, wie gesagt, ich brauche noch einen Rucksack für die Große. Und ich habe dann noch so ein paar Sachen fürs Auto und für Dings gesehen. Und da gibt es auch Lego-Teile oder Klemmbausteinteile. Entschuldigung. Ich möchte hier nicht abgemahnt werden, weil ich zu irgendwas Lego sage, was kein Lego ist. Klemmbausteine. Und die möchte ich dann mal gucken. Das sind 1000 Stück für 11 Euro oder was das waren. Und die sahen von der Farbe her ganz gut aus. Und habe gedacht, die kann man ja mal nehmen zum Testen. Ja. Und wenn die gut sind, kann man davon mehr bestellen. Dann kann sie da richtig losbauen. So. Jetzt kommt. Passt auf, Leute. Meine Frau hat mich ja gezwungen. Oder zwingt mich. Sagen wir so. Weil sie sagt immer mit gut. Echo, Schnauze. Quasselt die da drin? Echo, stopp. Geht mir auf den Sack. Jedenfalls, meine Frau sagt immer mit gutem Beispiel voran. Und weil wir verlangen, von der Kleinen Fahrradhelm zu tragen, muss ich auch ein Fahrradhelm tragen. Hat sie von mir verlangt. Aber ich möchte nicht so einen spießigen Fahrradhelm, wie alle haben, so in schwarz oder grau oder so, vielleicht so bunt und dann so. Erstmal passt das nicht zu meinem Fahrrad. Mein Fahrrad heißt Roter Baron, das ist von Feld, das ist ein Beachcruiser.
Die Firma gibt es leider nicht mehr. Die haben sehr gute Fahrräder hergestellt. Aber da passt kein so ein Stino-Fahrradhelm. Ich habe ja geguckt bei Amazon, so Pickelhaube als Fahrradhelm. Aber der habe ich nur für Faschingskostüme gefunden, weil würde passen. Aber ich habe was anderes Geiles gefunden. Es ist kein Fahrradhelm, es ist ein Motorradhelm. Aber man kann Motorradhelme auch als Fahrradhelme nutzen, wurde mir gesagt. Ich habe die Polizei extra gefragt. So. Und hier haben wir dann auch so ein AHP Premium Dot Helm, Halfhelm. Premium Dot Halfhelm. Und dann halt auch mit dem Verschluss alles erklärt, wie das funktioniert. In Größe XL. Ich hoffe, der passt mir. Wenn nicht, muss ich umtauschen oder nochmal bestellen. Oh, ist ja wirklich Metall, das Ding hier unten. XL steht drinne. Ja, polstert ist er, aber jetzt nicht so viel. Gott sei Dank. Ich schwitze doch immer so schnell. Muss ich nur gucken, wo die richtige Hälfte ist. So. Ah, hier müssen die Ohren durch. Oh, die Ohren durchmachen ist mit meinen ganzen Ohrringen ein bisschen schwierig. So. Ich hoffe, der sitzt richtig. Ich habe extra XL bestellt, weil das war von 60 bis 62. Das sollte mir eigentlich passen. Ja, sitzt nicht zu fest. Ein bisschen wackelig ist er noch, da muss ich noch gucken. Ja. Muss ich mal gucken, den kann man auch an der Seite, irgendwie soll man den auch verstellen können. Achso, das wird hier nur reingelegt. Ist es hier nur reingelegt? Da ist nur Styropor drin. Eine Styropor drin. Und den gibt es halt in. Wartet mal, wo habe ich mein Handy? So, ich habe mir mein Handy geholt. Der ist jetzt aber teurer geworden. Der sollte eigentlich 39 kosten. Jetzt bei der ist wieder, also der, wo ich ihn geholt habe, ist er billiger gewesen. Also preisgünstiger gewesen. Dann ist er vom Preis wieder hochgegangen und jetzt ist gerade Black Friday, ist er wieder runtergegangen. Die haben jetzt auch nur noch Größe L und XL. So, hier steht das auch irgendwo erklärt. ABS-Shell. Nee, aber ist 59 bis 60 ist die Größe. Und ich habe 61 bei Mützen. Und ich wollte jetzt halt nicht 61 haben, weil 61 sitzt bei mir locker. So wie eine Mütze sitzen soll. Also 60 ist mir schon zu knapp. Also das sitzt denn hoch, aber das ist mir auf Dauer zu fest. Aber ich habe gedacht, ein Fahrradhelm muss ja fester sitzen. Und wenn da schon 59 bis 60 angegeben wird, dann wird das vielleicht sowieso ein bisschen größer ausfallen. Also noch kleiner würde ich dann eher nicht nehmen. Naja, steht hier wieder nirgendwo. Doch, also L, es gibt's noch, ist 57 bis 58. XL ist 59 bis 60. Gibt's auch noch welche, die matt sind. Hier stehen die Größen dann auch da. Die hat ein Bild nämlich, also M 55 bis 56 cm hier Umfang, L 57, also M 55 bis 56, L 57 bis 58, XL 59 bis 60, XL
61 bis 62. Das war mir dann beim Helm dann lieber was enger. Ja? Deswegen habe ich mich für den entschieden. So. Aber den müssen wir dann im dementsprechenden Video auch nochmal gucken, dass wir den anpassen. Muss nämlich auch gleich los. Die Kleine holen aus der Kita. Die Große ist schon da. Die habe ich schon aus der Schule geholt. Die hat gekotzt. Die liegt jetzt gerade krank im Bett. Also jetzt gerade schläft sie. Sonst könnte ich das Video nicht machen. So, aber die ist krank. Ja, das ist meine Temo-Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde jetzt nochmal zu den einzelnen nochmal ein Einzelvideo machen, auch wenn es nur ein kurzes ist, weil wird dann halt besser vom Algorithmus gefunden und vielleicht helfe ich ja mit dem einen oder anderen, mit dem Helm oder halt mit dem Go-Ding, dem einen oder anderen, der sowas sucht. Ja, ist ja gut. Komm hier in die Kamera. So, da ist der Kater, der ist auch da. Ja, vielleicht helfe ich ja mit dem einen oder anderen. Sieht wieder alles gut aus und wie gesagt, den gleichen gibt es bei Amazon auch. Also ich kann nichts Negatives gegen Temu sagen. Wirklich nicht. Jedes Mal werde ich ja darauf angesprochen, Billigzeug und so. Es ist, wenn man weiß, was man kauft und nicht das Billigste vom Billigsten kauft, dann ist es genauso eine, das gibt bei Amazon genauso einen Schrott. Ja, also dann ist es eigentlich schon so wie normale Kaufer, also normaler Shop mit sehr viel billigem Zeug. Ja, aber wenn man da genau guckt, so wie mit dem Helm jetzt zum Beispiel, oder die Kuscheltiere oder was wir da schon alle Tiere haben. Ich habe bis jetzt von den ganzen Temo-Bestellungen, die ich getätigt habe, ein einziges Mal mit dem USB, der war von Anfang an kaputt, aber sonst ist alles noch in Benutzung. Die Flasche ist in Benutzung, kann ich euch jetzt nicht zeigen, ist im Kühlschrank. Der große Behälter ist in Benutzung. Die Sachen fürs Auto habe ich eingebaut. Da kommt ja auch noch ein Video, wenn alles fertig ist und zeige euch das Innenleben. Ja, doch da holen. Innenleben vom Auto und außen, was ich alle gemacht habe. Soll ja auch noch kommen. Da muss ich nur die Zeit finden und ist noch nicht ganz fertig. Ich habe noch so zwei, drei Sachen und ich finde immer mehr so Kleinigkeiten, was das halt noch ein bisschen aufhübscht. Aber so ein paar Sachen kommen noch. Und wenn es fertig ist, dann kommt da ein Video. Vielleicht mache ich vorher schon ein Video und dann kommt noch mal ins oder so. Mal gucken. So, aber das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.